Servus, ich bin der Manfred. Und ich bin der Andi, grüß euch. Wir haben heute vor, ein Normannenschild zu bauen. Das Normannenschild, das ist oben breit mit einer großen Rundung und dann spitz zulaufend. Es gibt zwei Varianten, das gibt es in ganz spitz. Wir haben beides mal angezeichnet, was uns besser gefallen hat. Und unten mit ein bisschen eine Rundung. Das gibt es auch noch mit größeren Rundung, aber das ist uns dann gar nicht mehr gefallen. Wir werden wieder ein bisschen eine Rundung machen und dann hat vielleicht ein dickes Eisen oder irgendwas machen. Das sehen wir dann. Also die Schildform sollte man eigentlich an Bohnensticker kennen, wenn man, weil die sonst da gar nicht steht. Und dann werden wir jetzt anzeichnen, zweimal ein bisschen Salz herschneiden und zusammen mit anfangen, weil dann der Normannenschild auch eine Biegung haben sollte, unserer Meinung nach. Mache ich schon mal jetzt drauf. So, ihr seht jetzt unsere heutige Methode zum Einspannen. Wir nehmen jetzt da noch zwei so Aluminiumprofile rum, dass die Kanten gleichmäßig gezogen werden. Und dann jetzt halt mit unserem Spanngurt die Holzplatten auf den Reifen spannen. Also wir nehmen drei Reifen auf die Länge. Genau. Und dann hoffen wir, dass wir eine schöne gleichmäßige Rundung hinkriegen. Man kann das auch bloß mit einem Balkenstein machen, man kann sich eine Pressform bauen. Wir haben schon alles probiert, aber heute mal mit Augenreifen. Wir probieren das mal rum, wenn ihr die anderen Videos sehen, habt ihr schon andere Methoden gesehen zum Einspannen. Jetzt zeigen wir schön langsam nach, bis das Holz beginnt komische Geräusche zu machen. Und dann noch einen Meter weiter. Das war gut. Der Reifen. Das knackt schon ein wenig. Früh geht immer. Jetzt haben wir das mit Reifen, wo keine Luft drin ist, und dann werden Reifen aufpumpen, wenn wir es so weit eingespannt haben. Das klingt vielleicht so mal ganz interessant, mit der Pressluft an die Rundung reinpassen. So, so, das knistert. Nachdem jetzt wir bloß zwei Platten haben, die relativ dick sind und wir auch richtig viel Leim rein haben, damit sie die Platten gut ansaugen können und das wieder ausdrucken soll, lassen wir das jetzt seit drei Tagen stehen. Das muss wirklich durchhärten. Jetzt haben wir ausgespannt. Biegung ist ganz schön geworden. Recht viel mehr ist nicht gegangen. Wir haben ein bisschen ein dickes Holz gemacht. Oh, da sieht man jetzt schon unsere Form. Dann schneiden wir es jetzt einmal aus. Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich den Schildschleifen dort, wenn man ausgeschnitten hat. Also wir haben jetzt halt die geraden Flächen mit der Kreissäge gemacht, die Rundung mit der Stichsäge, wenn man es halt auch wieder machen. Den halt Kanten ein bisschen abschleifen, dass man sich nicht irgendwann schief einhauen kann. Jetzt haben wir die Kanten ja schon geschliffen, jetzt tut es der Mann in der Oma hin. Den Edding hinten haben wir auch rausgeschliffen. Jetzt machen wir schöne dunkelbraune Rückseiten. Schön machst du das. Ja, auch immer. Unsere Schildgriffe machen wir aus Seil. Damit das Seil nicht ausfranst, habe ich das da hinten schon mal mit der Schnur umwickelt. Kommt nachher noch Leder drum. Sehr schön. Jetzt nehmen wir mal Maß, wie viel wir da brauchen. Und bevor ich das andere Stück abschneide, tue ich es da mit einem Strick wieder fixieren, dass das nicht auftrat. Wir haben einfach ein Schnürl, Hanfband, um so einen Strick rum, gibt es eigentlich in jedem Baumarkt. Und wir werden die Enden dann noch mit Leder einfassen, bevor wir es nageln, weil das dann schön ausschaut. Und unser Schild haben wir jetzt halt braun angestrichen mit einer Holzschutzfarbe. Palisander, bitte. Jawohl, wir haben
das Schild Palisanderfarben angemalt. Schaut aus, wie wenn es braun war. Es ist eine Holzschutzfarbe, haben wir jetzt innen und außen gemacht, weil uns das ganz gut gefallen hat. Die Musterung mal wieder ein bisschen zu unterhalten. Der Manni hat jetzt aus am fetzten Leder da die Armpolsterung ausgeschnitten. Ihr müsst es auf euren Arm anpassen, wie es halt für euch bequem ist. Genauso wie den Winkel, wenn man das jetzt anbringt, müsst ihr es probieren, wie es ihr tragen wollt. Dass es halt euren Arm gut schützt. Das werden wir jetzt mal auf einer Seite mit, je nachdem, Polsternägel, Dachpappnägel, was da habt, was euch vom Stiel her zum Schulter gefällt, festnageln. Ganz vorsichtig einschlagen, nicht das, was kaputt macht. Du Manni, wir haben den ein bisschen kleiner. Schaut besser aus. Der Andi tut jetzt wieder ein paar Stofffetzel herreißen, herrichten, das ist eigentlich dasselbe in unserem Fall, mit dem wir unser Ding nur fertig stopfen wollen. Und es ist jetzt eigentlich ganz einfach. Ich stopfe jetzt die Fetzel in da rein. Das schön gleichmäßig reindrücken. Macht es nicht zu viel rein. Das Leder, das zirkt sich zwar sehr stark, aber wenn es zu viel drin hat, ist es nichts. Immer wieder schauen, dass es gleichmäßig ist, dass nicht irgendwo was drin hat, was euch dann noch unangenehm werden kann, wenn ihr das den ganzen Tag rumtragt. Und schön vorsichtig stopft. Das ist ja kein Problem, weil das so hoch, aber das ist alles der Schmarrn. So, das langt jetzt schon. Jetzt nageln wir da noch fertig zu. Mit dem Leder ein bisschen auf Spannung und dann haben wir's. Der Andi hat sich jetzt seine Seile, ein paar kleine Lederfetzel und ein paar Nägel hergekriegt. Wie ihr schon seht, den Griff vorne machen wir kreuzförmig, das haben wir in meinen damals immer so gemacht. Und hinten halt unser Halteseil. Wir waren dabei, wir haben es gesehen, gell? Genau, wir waren dabei, wir haben es gesehen. So wird es überliefert. Wir gingen jetzt davon aus, dass sie da nicht alle täuschen. So, der eine tut jetzt das Ende vom Strick fest in ein bisschen Leder einschlagen. Aus dem einfachen Grund, dass der Nagel das Seil schön erhebt. Und wir denken jetzt da wieder Nägel nehmen, die wo für das Schild viel zu lang sind. Wir schlagen es einfach durch. Ich denke, auf der Rückseite einbürgen und retourschlagen, das hebt am besten. Damit muss das schon zurechtkommen. So. Also, es ist ein Rundschild, ich hebe jetzt das da hoch, damit es da vorne gut liegt. Wenn ihr da nicht zu zweit seid, dann werdet ihr euch da zu Tode ärgern. Schauen wir mal, mit der Länge da hinkommen, Manni. Oh, jetzt hat es mich zerrissen. Ich hebe es auf der anderen Seite ab, ja, das ist gut. Ja. So. Oh, kann man schön greifen, das ist ja wunderbar. Gut, das muss nicht durchschlagen, wenn wir uns nicht sicher sind. Ja, passt. So, jetzt zeigen wir euch gleich noch auf der anderen Seite. Jetzt muss Zeug drauf liegt. Genau. Dass wir das einmal im Fluss zeigen. Oh, wunderbar. Da ist jetzt unser Nagel. Ups. Der wird jetzt halt vorne an der Spitze umbogen um 90 Grad und dann wieder ins Holz geschlagen. Die Frage ist, machen wir es quer oder längs? Ich glaube, das wird alles nach unten. Alles nach unten, gut. Dann perlt der Regen besser ab. So, sieht man das wunderbar. So. Die Spitzen, die wo sie umbiegt, nicht länger machen, wie das Holzstück ist. Sonst ist die Aktion irgendwie durchgängig. Genau. Das erhöht die Viskosität. Jawohl, der Andi schleift jetzt noch unser zweites Metallstück. Das erste haben wir da schon mal aufgelegt.
Das gehen wir jetzt noch ausrichten, dass es in der Mitte ist. Hast du meinen Meterstab für den armen Filmer? 25, 26, das ist in der Mitte schon. Dann machen wir also da unten noch zweite Schraubzwinger hier, so wie es oben schon dort ist. Bohren da ein paar Löcher rein und dann das Ganze dann halt drauf nürten. Und anschließend den wir noch quer drauf nürten. Dann haben wir ein Eisenkreuz drauf. Jawohl, wunderbar. Ihr seht vielleicht schon, dass wir da eine kleine Dünn drin haben mit dem Metall. Haben wir einfach einen Schraubstock eingespannt und kurz zusammen hin und her gebogen, dass ein bisschen eine Biegung drin ist. Das geht ganz einfach. Ich baue jetzt die Nürtenlöcher für unsere Beschläge in die Stahlteile. Wir haben jetzt da, halt die Schnauze, wir haben jetzt da unser Beschlag aufgelegt, haben den Längsbeschlag schon mal genietet. Jetzt machen wir den Querbeschlag, den haben wir auf 90 Grad ausgerichtet. Manni baut gerade die Löcher. Hilf jetzt doch wieder. Jetzt ja. Dann machen wir da unsere Allnürten wieder rein. Haben wir unsere Nürten durchgesteckt. Die sind jetzt ein bisschen zu lang, da wird der Kopf zu dick, die müssen wir ein bisschen einkürzen. Und dann wieder, wie gehabt und in den anderen Videos erwähnt, Nürten. Dazu ziehen wir es an so ein Amboss heran. Wir haben hier unten das Nieteneisen, das den schönen runden Kopf macht. Dasselbe haben wir nochmal für oben. Und wir haben ein Staucheisen. Wird das erst einmal gestaucht. Dann die Nieten vornieten. Und dann einen schönen Kopf hinarbeiten. Immer schauen, wenn es nicht ganz gerade ist, die Linie, muss man nach jedem Schlag ein bisschen korrigieren. Und so hat man einen wunderschönen Nietenkopf, den wir jetzt noch ein bisschen abflachen können. Weil wir das mit den Innern einfach immer machen. Und so wird es gemacht. Ja, haben wir jetzt den Schild soweit fertig und fangen jetzt mit der Umrandung anfangen. Die Umrandung haben wir jetzt als erstes unten mal ein kleiner Lederstiefel gesagt, dass wir hinmachen. Haben da die Vorderkanten, also haben da angefangen, Nägel reingeschlagen, haben das umgeschlagen, ein bisschen zusammengeschnitten, dass es vorne schön ausschaut. Jetzt werden wir es da hinten zusammenklappen und da dann noch ein paar Nägel reinmachen. Ich schneide das da noch gerade ab und dann haben wir es ja schon wieder, wenn wir das gemacht haben. Den Stiefel haben wir jetzt hier gebaut, das war jetzt eigentlich das komplizierteste von der Umrandung. Jetzt nehmen wir uns nochmal die Zeit und den ein bisschen einpinseln, wie wir es zuerst gesagt haben, dass die Nägel nochmal ein bisschen verschwinden. Ihr kennt es, pinseln wie es wollt, kreuzen wie buchst die Hude, wenn es zum Schluss einfach mit der Holzmaserung den Pinsel ein bisschen zirkt, dann habt ihr zum Schluss wieder eine schöne Holzmaserung in eurer Farbe. Wir haben es jetzt eine Woche vergangen, wir haben letzte Woche nicht aufgehört gehabt, wir haben bei unserem Schild die Auflagen aufgenietet gehabt haben. Und da haben wir noch davon gehört, dass wir eigentlich nicht daran drum machen wollen, aber irgendwie sind wir jetzt auf den Trichter gekommen, dass wir gerne noch mehr Blech rum hätten. Wir haben uns jetzt da also Blechplatten, die haben wir da schön hingehalten, haben das innen angezeichnet mit Edding und haben die zwei Rundungen ausgeschnitten. Die müssen wir so ein bisschen gerade klopfen, weil unser gute Blechschere, wir haben da eine, die was einspannst und durchzirkt, die tut es dann ein bisschen verbirgen. Sag's einmal, was ein gescheites Werkzeug ist. Und jetzt werden wir die gerade machen, die abschleifen, dass unsere Striche wieder weggeht sind. Werden die da auflegen und umlegen. Wir haben jetzt unsere Rundung vorn aufs Schild aufgelegt, haben es unter unsere Beschläge drunter geschoben. Hinten haben wir jetzt genügend Überstand, dass wir es noch umklopfen können. Wir fangen jetzt an, dass wir es von oben befestigen und uns dann nach außen rumarbeiten. Da können wir euch jetzt leider nicht viel sagen, weil man da meistens zu zweit arbeiten muss. Ich sehe mich gerade in der Lage,
während dem Halten ein bisschen zum Filmen. Schneller. Jetzt hat. Der Andi tut gerade vor können. Wir machen jetzt halt alle 5 cm einen Dachpappnadel rein. Weiter geht's damit, dass wir jetzt halt Einschnitte vornehmen. Außen. Weil er sonst zweimal umklappen nicht möglich wäre. Wir haben jetzt unsere Einschnitte. Haben wir schon umbauen. Jetzt tue ich das zweite Mal umbauen. Wir haben da so ein gutes Millimeter dickes Autoblech. Das lässt sich eigentlich super bearbeiten, wenn man ein bisschen Schmelz im Dämmer hat. Wenn nicht, dann, wenn man es oft genug macht, kriegt man es schon. Wenn es mir nicht aufgefallen ist, bei uns ist es jetzt so, dass wenn der Ring kammert, immer alles schön abtropfen kann. Gut, auch für Blut. Und das Tränen. Ist, und Tränen, genau. Und Schweiß und alle anderen Arten von Körperflüssigkeiten. Jawohl, nein, jetzt haben wir das, jetzt werden wir es noch schön rumklopfen. Wir haben unten das schon fertig gemacht, ein paar Nägel neu umbauen. Herum zeigen wir es euch jetzt nochmal. Da haben wir so da einen Blechstreifen gesucht, wir haben lang gesucht, damit wir eine schöne Patina haben, weil ja der Schild nicht ganz der Moderne entsprechen soll. Wir haben jetzt da was gefunden, was schöne Patina hat. Haben das ein bisschen angeschliffen und dann geölt. Dann bleibt das so. Da drum haben wir ja auch angeschliffen, aber noch nicht geölt, damit es da wieder ein bisschen rosten dort. Und wenn das dann ziemlich ähnlich ist, kann man das auch noch ein bisschen anölen. Und wenn es geölt ist und man schaut, dass es bleibt, bleibt die Patina. Wenn man mehrere Rost will, tut man das Öl runter rein oder nicht ölen regelmäßig. Wie gesagt, so ein Schild mit Metall ist ein öfters ein Arbeitsaufwand, wenn man es in Benutzung hat. Jetzt müssen wir da noch umbiegen. So, vielleicht haben wir von hinten. Genau. Wir haben jetzt halt von hinten überhaupt keine Nägel drin. Wir haben das schön umbogen, haben alle Ecken angefeilt, dass man sich da nicht wetter kann. Da ist keine einzige scharfe Kante mehr dabei. Da herum auch nicht. Und jetzt reicht mir der Andi schon ein Brettel und gerade sich eine Schraubzwinge. Sieht das so aus, dass man außerhalb vom Blech sein kann? Jawohl, jetzt haben wir auf derselben Höhe. Außerhalb vom Blech was zu sehen. Obwohl, passt schon. Da zwei Schraubzen mit dem Brett hier. Unsere Nägel sind ungefähr so lang, wie das Holz dick ist. Da jetzt aber das nicht wirklich gut hebt, wenn man versucht, da so Biegung zu bauen. Du hast doch einen gewaltigen Hebel. Du hast nämlich einen brutalen Hebel, du ziehst es einfach raus. Also. Und schraubt Wert bei uns nicht, also muss man sich kurz behelfen. Und jetzt halt kann der Andi anfangen. Können wir das ganz zärtlich überzeugen, dass das um die Ecke sein soll. Müssen wir noch schauen, dass die Kanten schön flach sind. Ja, die sind super. Jetzt ist unser Schild fertig. Ringsum Metall, Metallauflage. Uns gefällt super mit der holzigen Farbe noch. Man kommt gut raus von den Griffen und steht jetzt auch. Und dann darf es uns freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Für euch.